Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ticket. Ja, hier bin ich wieder. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe, aber ja, jetzt machen wir wieder weiter, wo wir aufgehört haben. Wir wollten das letzte Mal unseren Raum da unten verschönern, wo wir. So, ich mache jetzt mal diese Kabel weg. Ich weiß, das war jetzt ein krasser Sprung im So und hast du nicht gesehen, aber ihr wolltet das so, dass ich die Kabel mal wegmache, weil ihr euch schon gefragt habt, warum die überhaupt da liegen. Also manche von euch, die es einfach nicht besser wussten. Moment, das kann ich eben aufsammeln. Das muss, glaube ich, in den anderen Beutel rein. Ich glaube, da habe ich noch Kabel drin. Sehr gut. So, die sind jetzt einmal weg, damit sie euch nicht mehr stören. Generell werden wir unsere Welt ein bisschen schöner gestalten. Ich muss auch immer das hier noch zumachen. Das habe ich ja schon seit ewig Zeiten vor. Unser Windkraftwerk ist auf einer Höhe, die natürlich bei weitem nicht reicht, aber die reicht, um unser Crop Marathon anzutreiben. Oh, was ist denn da gewachsen? Oh, was ist denn da gewachsen? Das müssen wir erstmal angucken, was da gewachsen ist. Moment. Da ist auf jeden Fall Unkraut. Was macht das denn da dran? Oder? Das ist kein Unkraut, ich habe keine Ahnung. Also, wenn ich das jetzt abarbeite, dann habe ich da jetzt irgendwas, was in Wasser gelandet ist. Cool. Unknown Seeds. Geil, ich habe Unknown Seeds. Unknown Seeds. Wie komme ich jetzt da dran? Gar nicht. Das ist ja doof. Unknown Seeds. Ich würde gerne das Blaue da auch noch haben. Da müssen wir noch was dran ändern jetzt hier. Jo, schon mal wo gucken, ne? So, hier hinten wächst sowieso Weizen dran. Das können wir mal eben kurz wegmachen. Dann machen wir jetzt mal die Unknown Seeds dran. Einfach mal damit sie wachsen, damit ich damit weiterzüchten kann. Unknown Seeds. Wie komme ich jetzt an diese Dinge da dran? Ich mache halt das einfach mal weg, würde ich sagen. Die Crop Matron. Die Dinger. So, jetzt habe ich das. Hopp. Gut, da müssen wir jetzt noch, das müssen wir noch auf jeden Fall noch verbessern. Machen wir eben schnell wieder zu. Wo ist die Hacke? Da, draußen regnet es super. Das mag ich ja jetzt schon wieder. Aber ist egal, das stört nur so geringfügig. Ich höre das, ihr hört es wahrscheinlich hinterher nicht, weil es so leise ist. Gut, wie sieht es hier drin aus? Wir haben noch, oh, Wheatex brauchen wir bald neues. Das heißt, wir brauchen bald wieder Spinnen und hast du nicht gesehen? Eieiei, so viel zu tun mal hier mit den. Also, sobald man mit Crossbreeding anfängt, wird das richtig haarig. Trotzdem werde ich diesen Raum jetzt erstmal verschönern wollen. Das ist so meine erste Aufgabe. Zweite Crop Matron hier rein pflanzen wäre auch gut und dann können wir hier noch mehr Sachen anpflanzen. Gut. Okay, Wheatex müssen wir auf jeden Fall schleunigst herstellen. Machen wir das zuerst oder. Ne, erstmal kümmere ich mich jetzt gerade darum, dass wir. Dass das zu ist hier. Das machen wir am besten mit diesen vier Dingern, die ich noch habe. So, dann versuchen wir die mal einfach mal hier so. Die da hinsetzen. Ich muss die da hinsetzen. Okay, das geht. Okay, ich muss zuerst das da hinten abarbeiten. Aber dann fällt da wenigstens nichts mehr rein, hoffe ich. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Versuchen wir jetzt hier auch mal so irgendwie. Ja, da hinten. Ja. Dieses Problem, ne? Wenn wir das jetzt da draufsetzen, machen wir das mal so einfach. Dann ist es kaputt. Wo ist es jetzt? Das Ding, was ich da drauf gesetzt habe? Da. So, davor setzen. Rest weghauen wieder. Und das hier wieder bepflanzen. Okay. Hinten ist es eher weniger Problem. Wo ist es hin, wenn ich das da hinpflanze? Da ich hier eh noch nichts angepflanzt habe. Stört das hier nicht so ganz. Ist nicht ganz so schlimm. So, und auch hier auch noch einmal. Also den dahin. Wieso der erste immer verschwindet? Achso, der verschwindet, weil man mit dem ersten quasi das Land kaputt macht. Okay. So, das sollte jetzt genügen, damit da nicht keine Items mehr reinfallen. Das wäre auch doof für die ganze Zeit, wenn die Items da reinfallen. Das, ne? So, wir müssen noch diese Wand hier updaten. Dafür haben wir gar nicht mehr genug Bricks, ne? Oder doch, 24 Stück habe ich noch. Ob das reicht, weiß ich natürlich nicht. Wir machen jetzt mal diese Wand weg, wo das, ich hoffe, von oben kommt kein Wasser rein hier, wenn ich hier was wegarbeite, aber das sieht gut aus. So, machen wir erstmal diese Reihe wieder da rein. Die kennen wir ja schon. So, jetzt, die Fackeln. Oh, draußen gewittert sogar. Geil. Ah, schön. So, machen wir einfach mal, dahin, glaube ich, direkt am Eingang und hierhin, ne, wenn ich mich nicht täusche. So. Gut, beim Reinkommen war hier natürlich auch so ein Ding, das können wir auch mal direkt wieder hinmachen. Den Rest tun wir jetzt wegmachen. Natürlich direkt mal wieder eine Fackel abgerissen. So. Zack. Zack, 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 zack. Dann ist dieser Raum auch bald fertig, würde ich sagen. Das wäre ja schon mal was, ne?
So, andere Seite. Da haben wir schon die in der Mitte rausgemacht. Okay. Da ein bisschen Fackeln dran. Also da und da. Und auch eine dahin, würde ich sagen. Jo, so kann man das machen. Und noch 6 Stück. Das sind diese 3 und diese 3. Dann habe ich sogar genau richtig welche. Boah. So, jetzt müssen wir noch hier hinten das updaten. Hier. Und hier oben muss auch noch zugemacht werden. Das heißt, die Decke muss auch noch gemacht werden. Das werde ich jetzt als nächstes machen. Dafür muss ich aber erstmal ein paar Steine craften. So, und jetzt können wir, wenn wir draußen sind, natürlich auch gleich ins Bett gehen. Das macht aus Tag dann Nacht und der Regen geht auch weg. So sollte es zumindest sein. Ah, so sollte es sein. Landen, aua. Füße brechen, ins Bett gehen. Oh, gute Nacht. Guten Morgen. Es hat noch nicht nachgelassen, das Unwetter. Aber egal. So. So. Was machen wir? Wir gehen an diesen Ding hier. Da ist nämlich nichts drin. Schnicks drin, okay. Dann packen wir da mal was rein gleich. Lass mal hier das Ding machen. Xyanday, okay. Wheat Eggs müssen wir noch herstellen, ne? Wenn wir gerade schon mal hier sind. Das können wir eben schnell machen. Moment. Zack, zack. Hup. Und zack und zack. So, Wheat Eggs herstellen. Wie war das nochmal? Wie war nochmal der Bauplan dafür? Ich weiß, ich brauche zerbröselte Spinnen. Wenn ich mich nicht täusche. Wheat Eggs. Genau, da ist es doch. Grinpowder, Redstone und leere Empty Zellen. Empty Zellen haben wir noch, habe ich gerade gesehen. Grinpowder brauchen wir. Redstone müsste ich noch haben. Grinpowder machen wir wie? Man muss in den Macerator Spinnenaugen packen. Das ist ja eigentlich nicht so schwer. Leider haben wir keine Spinnenaugen mehr. Super Reim. Ja, Spinnenaugen haben wir jetzt nicht so wirklich. Habe ich hier letztes Mal in mein Transmutation Table reingehauen? Weiß ich gerade gar nicht. Hier habe ich kein Spinnenauge. Hier habe ich einen schwarzen Sack. Geil. Eigentlich sehr für Gäste, ne? Ich könnte den aber eigentlich auch genauso gut für mich benutzen, damit ich noch mehr Krimskrams mit mir rumschleppen kann. Lassen wir besser. So, ja, keine Spinnenaugen mehr. Ich guck mal eben nach, ob ich hier noch irgendwelche Spinnenaugen habe. Ich befürchte aber nein. Letztes Mal haben wir die ja schon gejagt. Keine Spinnenaugen. Auch nicht. Auch nicht. So, da landen sie schon mal nicht mehr drin. Was landet eigentlich da drin, in grün? Aha. Ja, aber es wird ja gleich rausgepumpt, von daher. Ah ja, verstehe. Das ist so eine Übergangskiste. Ja, dann müssen wir noch Spinne suchen. Toll, jetzt haben wir es gerade Tag gemacht. Ich hoffe, hier lebt noch irgendwo eine Spinne. Kann ja sein, dass hier irgendwo eine überlebt hat. Die dann auch zufällig ein Spinnenauge droppt. Wie wahrscheinlich ist das? Nicht sehr, würde ich sagen. Ah, ich wollte jetzt Vitex herstellen. Okay, machen wir in der nächsten Folge. In dieser Folge machen wir jetzt mal weiter mit unseren Bauarbeiten in dieser Höhle, dass die mal ordentlich wird. Genau, das machen wir. Hallo, kannst du nicht schneller laufen oder was? Mein Gott. Dumm gelaufen. So, wir haben das hier. Das ist jetzt fertig. Das ist schon mal gut. Das packen wir jetzt mal eben. Machen wir daraus 2 Stacks von diesen Dingern und dann sind wir schon fertig. Dann können wir das mal eben wieder verwenden und da unten einbauen. Denn das soll ja schön aussehen auch da unten. Der ganze Eingangsbereich muss auch noch umgebaut werden. Das machen wir alles mit der Zeit. Ich baue jetzt hier immer mehr in den Untergrund rein. Merkt ihr schon, ne? So. Gut. Das muss weg hier auf jeden Fall. Ich würde sagen, diesen Ring machen wir auf jeden Fall noch so. Jo, und das hier hinten ist ja quasi eine Einzelkammer. Die kann man eigentlich auch schwarz machen. Komm. Alles andere hat doch gar keinen Sinn. Das muss doch einheitlich aussehen. So, machen wir das mal wieder schnell hier zu. Zack, zack, ist mal da unten, wo man nicht mehr drankommt. So, Fackel an die Wand. Oh, schön. Weiter hier, die Wand weg. Dann machen wir das hier unten alles Ton in Ton. Die Wand weg. So, wenn ich das habe, muss ich noch den Boden wegmachen. Da läuft mir das ganze Wasser hinterher raus. Super. Okay, machen wir trotzdem. Da, 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 da auch. Und da drunter auch. Und da hinten auch noch. Nicht die Kiste kaputt machen. Jetzt müssen wir aufpassen, wo wir es hinsetzen. Da. Da.
Da, 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 da. So, und jetzt hier hinten noch. Zack. Und da auch noch. Da kommt jetzt sowieso die Wand rein. So. Ja, das ist schon richtig. Und Fackel an die Wand. Am besten gegenüber von der anderen Fackel, also da. Boah, das ist schon mal schön. Das ist ja schon mal schön hier. Machen wir hier oben das, die Decke gleich mal richtig. Müssen wir aufpassen, dass uns nicht Wasser irgendwo von oben unten reinläuft. Also jetzt hier in diesem Raum ist es relativ egal, aber über unseren Crossbreeding-Sachen sollte das natürlich nicht der Fall sein. So. Damit ist dieser Raum schon mal relativ fertig. So, neue Samen können natürlich hier hinten rein. Ja. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier auch was angepflanzt kriegen. Wir haben diese Gitterstäbe hier, also die Crops, die müssen natürlich noch hier hin. Dahin. Ist ja fast alles ausgewachsen hier, das ist ja schon mal ganz gut. So, und hier auch noch wieder neue Crops zwischen. Was ist das hier? Das weiß ich nicht. Ist das schon ausgewachsen oder noch nicht? Lassen wir mal noch ein bisschen wachsen. Hier fehlt so ein Gitterteil. Das sieht mir so aus, als wäre es Weizen geworden. Ups, das wollte ich nicht. Aha. Zwei Wheat. Okay, das ist einfach nur Wheat geworden. Brauchen wir jetzt nicht. Brauchen das da drauf. Wie sieht's aus? Boah, das Wheat-Ex ist so gut wie leer. Ich brauche unbedingt neues Wheat-Ex. Machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wie ich schon angekündigt habe. Wir versuchen jetzt noch hier einiges reinzuzimmern. Mal eben, damit es fertig wird, einfach die Lampen mal ein bisschen schwebend machen. Das ist kein Problem. Das machen wir hinterher noch schön. Die ganze Decke müssen wir rausreißen. Und da kommt Wasser rein und macht mir alles kaputt. Scheiße. Oh, shit. Okay, nur das eine Feld ist kaputt, das andere ist noch ganz. Aber genau meine blauen Samen sind hinten kaputt, ne? Oh, nein. Nein. Meine erste Züchtung im Arsch. Cool. Verdammt geil gemacht. Brother, du bist der Held vom Erdbeerfeld. So eine Scheiße. Und genau da war meine neue Züchtung schon. Warum ist hier genau da Wasser? Ja, warum auch nicht, ne? Weil wegen ist so. So, warte. Damit das nicht nochmal passiert, danke. Weg. Du fließt erstmal dahin. Oh nein, 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 nein. Bitte nicht. Ein Tintenfisch. Nein. Nein. Okay, ich muss das alles neu anpflanzen hier. Es gibt Schlimmeres. Die Decke muss auch ordentlich aussehen. Kann man nichts dran ändern. Komm, da kommt noch mehr Wasser. Guck mal. Ach, komm, jetzt machen wir sowieso alles hier drin kaputt. Ist völlig egal. Jetzt ist alles ganz egal. Wir brauchen sowieso noch neues Wheat-Eggs. Wir haben jetzt sowieso schon angefangen, alles kaputt zu machen. Da können wir auch den Rest kaputt machen. Ist alles kein Problem. Dann machen wir eigentlich alles wieder neu. Hier säufst du ab, mittendrin. So und so und so. Dann ist das Wasser wieder zu. Wir haben erstmal alles kaputt gemacht. Alles. Ja, wir sind so gut. Wir sind so gut, wir sind so gut. Wir sind so gut. Noch mehr Wasser, oder was? Oh. Langsam reicht es aber mit dem Wasser. So. Machen wir bis hier hin, würde ich sagen. Ne, machen wir bis dahin. Nein, stopp. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, komm, noch mehr Wasser. Komm, alles Wasser der Welt hier runter, bitte, auf mich. Ist überhaupt kein Problem. Damit kann ich leben. Scheiße, ey. Das ist ein bisschen doof gelaufen gerade. Oh, das ist auch zu hoch. So. Egal. Egal, alles egal. Gut, dass die Stromleitungen nicht kaputt gehen dadurch. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, guck mal, spült mich immer noch weg, obwohl das Wasser schon längst wieder abgestellt ist. Und ich habe, glaube ich, nicht genug Steine dafür, sehe ich gerade. Ah, nee, nee, nee. Alles kaputt. Alles von vorne hier. Crossbreeding für den Arsch. Entschuldigung. Habe ich nicht gesagt. Wollte ich nicht sagen. Was auch immer. Egal, machen wir gleich wieder neu. Zum Glück war ich jetzt nicht, noch nicht so weit und ich wollte einfach, dass das auch gut aussieht. Ja, komm, noch mehr Wasser. Boah, ist das schrecklich hier. So.